Hallo und herzlich willkommen zu Tales of the Magic Ball, der verlorene Zauberer. Ja, ich darf dieses Spiel testen, vorstellen, was auch immer, und ich werde es auf Herz und Nieren auf jeden Fall testen und spielen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie das mit der Musik ist, weil man kann leider die Musik nicht ausschalten. Deswegen hoffe ich, dass es da keine lizenzrechtlichen Probleme dank YouTube gibt. Weil wir kennen das ganze Spielchen ja, trotz dass die Entwickler selber zustimmen, kann man trotzdem Probleme kriegen mit YouTube. Und es kann unter Umständen auch Wochen, wenn nicht sogar Monate, das habe ich auch schon mal erlebt, dauern, bis die Folge dann freigegeben wird. Aber ich will jetzt hier nichts schwarz malen, ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste. Und ja, möchte gerne ein neues Spiel starten. Eine Sache allerdings vorweg, der Hersteller hat mir gesagt, dass es wohl besser wäre, das Ganze mit Maus und Tastatur zu spielen. Das ist wohl ein bisschen feiner als mit dem Controller. Das Problem ist, ich bin in Jump-and-Run-Spielen oder in so Sachen, wo man halt viel hüpfen muss, sage ich mal, bin ich kein Tastatur- und Maus-Typ. Deswegen werde ich es mal mit einem Controller probieren. Wenn es so gar nicht funktioniert, werde ich mal umswitchen und mal Tastatur und Maus ausprobieren. Das nur schon mal vorweg. Und ja, dann starten wir mal ein neues Spiel. Dein Spielfortschritt wird gelöscht. Wieso? Warum soll er gelöscht werden, wenn ich gerade erst anfange? Hallo? Ich habe es ja vorher noch nie gespielt. Ja, natürlich. Ist mir egal. Ich habe keinen Spielfortschritt. Ein Zauberer. Auf dem Heimweg. Von einer magischen Suche. Seine Waffe. Eine magische Kugel. Die beiden sind durch mächtige Magie gebunden. Ein Wimpernschlag und die Kugel geht verloren. Verdammt zu sterben, falls sie den Weg nicht zurückfindet. So, Tutorial für Gamepad. Weiß ich nicht, machen wir mal. Ist das dann ein eigenes Level? Ich denke, ne? Okay, also wir können nach oben unten schauen. Rollen sollte klar sein. Springen, mit links unten, okay. Jetzt ist nur die Frage, was wir überhaupt machen können. Wir müssen wahrscheinlich da hoch, den Baumstamm hoch, oder? Oder wir stürzen uns einfach hier runter. Ich bin mir gerade nicht... Huch! Oder wir stürzen uns runter, wenn wir es gar nicht wollen. Aber es scheint der richtige Weg zu sein. Okay, die müssen wir offenbar einsammeln. Halt, stopp. Stopp, stopp. Nein, nein. Hüpf. Hüpf, meine Kugel, hüpf. Du sollst aber nach oben hüpfen. So. Ich glaube, ich weiß so langsam, warum das mit einem Controller nicht ganz so einfach ist. Aber ich versuche es trotzdem. Weil, wie gesagt, ich bin absolut kein, kein Maus- und Tastatur-Fan, ist falsch ausgedrückt. Aber bei solchen Spielen, wo ich halt viel hüpfen muss und mich bewegen muss und so, das mache ich halt wirklich lieber mit dem Controller. Essenz, 10 Sekunden, eine Essenz, 0 Essenz ist gleich tot. Was, wie? Oh mein Gott, es läuft eine Zeit ab. Wieso sagt mir das denn keiner? Oh. Ja, und mit dem Schauen könnte es eventuell dann auch schon mal Probleme geben. Mit dem Controller, so wie es aussieht. Okay. Wupp, da gehen wir mal hoch. Da auch. Aber die Frage ist dann, hier müssen wir gar nicht hoch, oder? Meine liebe Kugel, zeig mir, wo ich hin muss. Da oben geht es nochmal rum. Ah, okay. Oh, oh nein, bleib hier oben. Bleib hier oben. Ich muss ein bisschen... So, hüpf, das war ein bisschen zu weit, das haben wir nicht hingekriegt. Einmal darum, nein, hüpf darauf, böse Kugel. Okay, kriegen wir das nicht hin? Direkt nach rechts drauf zu hüpfen? Anscheinend nicht, oder es liegt jetzt tatsächlich an dieser Sache mit dem Controller, nicht darunter springen. Nein, ich prall hier, ich glaube, ich sterbe schon in der ersten Runde. Das. Ich merke schon, das wird hier voll mein Spiel werden. Was ich mega gut kann. Oder bald können werde.
Ja. Ich habe 2 Stufen hintereinander geschafft. Scheiße. Man sollte nicht so schnell, ja. Und hopp. Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Ah, da unten war noch ein rotes Sens. Ist mir jetzt aber auch gerade egal. Bleibst du hier? Hallo? Bleibst du hier? Nimmst du dir die Essenz mit? So. Braver Ball. Braver Ball. Oh, bist du auch ein braver Ball, wenn ich da drüber will? Okay, der Ball war brav. Sehr schön. Nein! Was willst du jetzt von mir? Bewaffnung. Was für eine Bewaffnung? Lebenspunkte? Hallo, ich wollte doch nur weiter. Oder war das jetzt wegen dem Tutorial? Nee. Okay, ich habe jetzt nicht verstanden, warum das eingeblendet worden ist. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir spielen jetzt einfach weiter. Müssen wir? Nee, wir müssen nicht ins Wasser. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, so zu springen, wie ich möchte. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte Krokodile im Wasser gesehen. Ja. Nee. Kann man hier irgendwas machen? Anscheinend nicht, ne? Bist du eine Waffe oder so? Anscheinend kann man da nichts mehr machen. Nein, nicht so viel. Ich muss... Ich darf nicht so schnell rollen. Ich wusste es. Ich bin tot. So. Das habe ich jetzt absichtlich natürlich gemacht, weil ich bin ja so ein Creak, ne? Ich kann das ja natürlich alles. Das habe ich absichtlich gemacht, um euch zu zeigen, auf wie viele verschiedene Arten man in diesem Spiel sterben kann. Es gibt wirklich eine Menge, habe ich gelesen. Und ich hatte auch ehrlich gesagt schon etwas Panik. Nein, das hat doch eben so gut geklappt. Ich hatte auch etwas Panik, nachdem ich das Video gesehen hatte, dass ich wahrscheinlich nur die Krise kriegen werde, weil ich nur sterben werde bei diesem Spiel. Oh Gott. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein. Braver Ball, braver Ball. Ja, weiter. Und hoch. Super. Ich rede jetzt mit dem Ball wie mit einem kleinen Kind am besten. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß es nicht. Es ist allerdings ein bisschen hinderlich, dass ich gerade was ins Auge bekommen habe. Was ist das denn? Hallo? Das war jetzt die gleiche Art zu sterben. Da muss ich jetzt sagen, das war jetzt Zufall, weil ich wollte... Oh, wir sind wieder hier, okay. Weil ich wollte euch eigentlich eine andere Art zu sterben zeigen. Ich wollte jetzt auf den drauf springen. Wobei, ich muss, glaube ich, auf den drauf springen, ne? Wenn ich das richtig sehe, weil das ist ja ein Schalter. Holla die Waldfee. Ich muss aber erstmal da hinkommen. Wie soll ich denn da hinkommen? Da unten ans Wasser komme ich, glaube ich, nicht. Aber ich kriege nicht so viel Schwung irgendwie, dass ich da... So. So. Und nochmal! Ihr könnt mich doch mal. Ich habe einfach nicht den Schwung, den ich haben müsste. Kann ich vielleicht irgendwie hier an der Seite abprallen oder so? Ist das vielleicht einfach? Aber dann knalle ich doch auch nur zu Boden, oder? Da hoch komme ich nicht. Nein, nein, nein. Was machst du denn? Kannst doch nicht einfach hier... So. Und nochmal. Und jetzt mit voll Karacho darüber. Stunden später. Die ersten 10 Minuten des Spiels sind vorbei und ich krieg schon die Krise wegen Einsprung. Was ist denn... Kann ich einen Doppelsprung oder sowas machen? Das kann ich auch nicht machen, ne? Ich kann jetzt aber auch nicht auf den anderen zurückspringen. Nein! Ich sagte, ich kann nicht auf den anderen zurückspringen. Es hat aber die Kugel anscheinend nicht so ganz verstanden, was ich gesagt habe. So. So. Und dann wirst du jetzt angezogen von dem... Ja, ja, nein! Wie eine unsichtbare Wand wollt ihr mich denn veräppeln? Ich glaube, die nächsten 65 Versuche werde ich rausschneiden.
Bis ich irgendwann mal drüben bin. Vielleicht muss ich ja wirklich was anderes da anvisieren. Weil das war, als ob ich drauf war, aber von so einer Wand abgeprallt bin. So fühlte sich das jetzt irgendwie gerade an. Ah, nein, 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 nein. Wenn du einmal ein bisschen... Ja. Jetzt starte ich auch noch hier oben. Das ist ja doof. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es muss doch irgendeine Bewandtnis haben, dass das Ding hier steht. Ich kann tatsächlich nichts drücken. Ah! Ah! Aktivierte Waffe. Y. Aktiviere Waffe. Kann ich aber nicht. Moment, da. Aktiviere Waffe. Bringt mir nur nichts. Aber ich habe immerhin eine Waffe. okay. Wir sind einen Schritt weiter. Auch wenn es ein Schritt ist, der uns nichts gebracht hat. So. Das ist ja noch soweit okay. Nein, 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 nein. Ja, und da springt er natürlich jetzt nicht mehr, wenn man drückt. Okay. Aber wir sind auf jeden Fall wieder da, wo wir hinwollen. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, ob uns das irgendetwas bringt. Vielleicht sollen wir die Waffe mal... Moment, die Waffe? Nein! Ihr wollt mich veräppeln. Nein! Nein! Das ist jetzt nicht so einfach, oder? Das ist jetzt nicht... Nein! Also, wirklich. Wollt ihr mich denn hier? Nein, 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 nein! Geh in die richtige Richtung! Geh in die Richtung! Nein, nicht vom Floß fallen! Böse Kugel! Böse Kugel! Nein! Böse Kugel, du warst doch schon auf dem Floß drauf. Oh nein, das wird nichts. Nein, 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 nein. Komm, komm. Hallo, Kugel? Oh, sie springt nicht, sie bewegt sich nicht. Ich habe eine Stelle erwischt, in der man das Spiel verkackt hat. Na super. Ich finde solche Stellen immer. Das ist wunderbar. Kann ich mich nicht selber kaputt hauen oder so? Scheiße. Okay, zum letzten Kontrollpunkt. Ja, das wäre schön. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt da reingekommen bin. Hallo? Wieso kann ich hier nicht Ja oder Nein anklicken mit der... Ja, von mir aus auch wieder hier oben. Moment. Hä? Jetzt muss ich das auch wieder neu machen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Das ist doch kein Kontrollpunkt, das nochmal zu machen. Oh. Hup. So. So. Nein. Es ist tatsächlich etwas schwierig, wenn man die Kameraperspektive hier gleichzeitig umstellt. Ich glaube, wir haben eh gleich verloren. Also es ist nicht einfach, das Spiel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr daran Interesse habt. Aber gut, es kann natürlich auch der Reiz sein, sage ich jetzt mal. Dass es halt eben nicht einfach ist. Ah, jetzt müssen wir warten, bis das wiederkommt. Hallo, Floß? Böses Floß? Wieso kommt das nicht wieder? Och nö, ist jetzt nicht euer Ernst. Och, wie soll man das denn machen? Wenn man immer wieder abkackt, wenn man nur die Dinger hier hochspringt. Ich meine, wenigstens weiß ich jetzt, wie es geht. Das ist ja schon mal ein Vorteil. So, und zack. Nein. Zack. Bleibst du mal stehen? Zack. Treff den jetzt endlich. So. So. Und jetzt hoch. Und jetzt rüber. Nein,
Nicht aufs Wasser. So. Da ist das. Nein! Und das ist nur das Tutorial. Das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Ja, jetzt müssen wir alles nochmal neu machen. Ich hasse Spiele, in denen man keine unendlich vielen Leben hat. Bin ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen gerade, also ja, was heißt, nicht alle natürlich, aber gerade solche Spiele, wenn das dann generell so schwer ist. Oh, nicht wieder verbacken hier. Und man dann in dem Moment auch gar nicht so richtig weiß. Also wir hätten ja wesentlich mehr... Oh, komm. Willst du mich jetzt hier? Sonst lasse ich dich da liegen, wenn das jetzt nicht klappt. Dann kannst du mich mal. Vor allen Dingen wussten wir ja noch gar nicht, wie wir das Ding kriegen oder dass wir das überhaupt kriegen müssen. Ich meine, das sah zwar schon so aus, als ob man das brauchte. Aber ja, man wusste es halt nicht. Ich wusste es nicht. Ah, komm, komm. Und dass man da von oben raufspringen muss, ja gut. Ich dachte eigentlich, ich hätte das probiert beim ersten Mal, aber anscheinend hatte ich das nicht probiert. So, jetzt wissen wir aber zumindest schon mal, was wir machen müssen. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt zumindest. Kein großer, aber zumindest schon mal ein kleiner Fortschritt. So, den haben wir. Und zack. Das haben wir auch. Zack. Uhuhu. So, und da oben drauf. Genau. Da oben war nichts mehr, ne? Einmal drehen bitte und hoch mit dir. So, sehr schön. Wenigstens das funktioniert. Noch. Fragt sich nur, wie lange. So, und rüber mit dir. Ja, das klappt noch. Sehr schön. Ja, hier das scheint wirklich immer hier zu kommen. Keine Ahnung. Ja, jetzt ist wieder weg. Ich meine, weiterhelfen tut es mir jetzt nicht wirklich an der Stelle, deswegen. Aber so ein Bild von wegen draufspringen, damit man das, damit man die Waffe bekommt, das wäre natürlich gut gewesen. Nein, 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 komm her. Komm her. So, und zack. Ja, sehr schön. Und da auch nochmal Flutsch. Flutsch war vielleicht nicht unbedingt das Wort, was mir da als erstes zu hätte einfallen sollen. Nein. Wir sind irgendwie von oben raufgesprungen. Ah, okay. Jetzt. Waffenwahl. Waffe ist eigentlich drin. Ja, Waffe ist drin. Okay. Zack. So, dann einmal hops. Und oben bleiben. Bitte so, wie ich den Ball bewege und nicht anders. So. Oder die Kugel. Das war... Nee, das war ein Ball, ne? Das hieß ja irgendwas mit Ball. So. Halt, stopp. Nein, 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 nein. Ich bin auch fast auf die Sprungtaste gekommen. Hilfe. Wie war das? Y. Y. Nein, nein. So, so. Und zack. Zack. Kannst mich mal. Zack. Wie kriege ich das heute noch hin? So. So. Jetzt aber. Und jetzt schnell. Schnell, schnell. Ich bin unter Zeitdruck immer sehr bescheiden in solchen Spielen. Nein, 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 ich wusste es. Ja, ich hoffe, dass ich heute in dieser Folge noch zeigen kann, wie das Spiel weitergeht. Das können wir jetzt knicken, weil die Zeit ist jetzt verloren, die nächsten 10, 15 Sekunden. Das Problem ist halt nur, ich weiß jetzt nicht, wann ich das wieder draufdrücken kann. Erst wenn er wieder da ist, ne? Hinten sehe ich schon flackern, okay. Und. Na komm, ich hab dich voll getroffen. Willst du mich hier veräppeln? Okay. Immer mit der Ruhe, aber lass dir nicht zu viel Zeit. So, und rüber direkt. Ja. Und da auch rüber. Okay. Okay, okay, okay. Nicht runterrollen jetzt. Wir haben es das erste Mal auf das Floß geschafft. Also jetzt nicht runterrollen. Tu mir das nicht an.
Oh! Oh Gott! Oh mein Gott. Ja, ich habe den Raft Guide freigeschaltet. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, eine Errungenschaft zu kriegen. Ich dachte jetzt wahrscheinlich eher, das wäre sowas wie 1000 Tode sterben oder so, aber... Halt. Und zack. Oh, nein. Meint ihr das jetzt ernst mit dem Baumstamm? Nein, geh doch mal wenigstens mittig da hoch. Dann wäre schon mal die halbe Miete. Och, nein, er will nicht. Es war so klar. Der Ball möchte unbedingt sterben, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie so ein... Boah, ich dachte gerade schon, ich bin jetzt wieder an dem Floß. Ich wäre jetzt... Ach, ich glaube, diese leuchtenden Teile, ich glaube, die markieren auch diesen Spawnpunkt. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Und zack. Nein, bleibst du da oben? Hallo, Ball? Ich schlag dich gleich gegen die Wand. Böser Ball. So nicht, mein Freund. Ich wollte wenigstens noch das Tutorial zeigen. Eigentlich wollte ich ja das erste Level zeigen, aber das kann ich, glaube ich, vergessen in der ersten Folge. Nein, bin ich zu früh gesprungen? Nein, es geht noch. Okay, jetzt zack. Und jetzt draufbleiben. Ja! Ich hoffe, das ist ein Speicherpunkt. Sag mir bitte, dass das so ein Kontrollpunkt war. Huch, da kommt was. Hilfe. Hallo, Hilfe. Nein. Aber ich lebe noch. Moment, komme ich da wieder hoch? Zack. Ich weiß nicht, ob das geht oder ob das jetzt ein Bug ist. Das kann natürlich auch sein. Ich hüpfe mal eine Runde hier rum. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich sterbe irgendwie gerade. Moment. Achso, doch in die Richtung. So. Ich weiß nicht, was das mit rechts ist. Das ist das Problem. Aber ich gehe mal... Nein, das heißt nicht, dass ich nach rechts gehen wollte. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier geradeaus die schwebenden Dinger entlang müssen. Ich meine, rechts, klar, da hat man jetzt nochmal so Teile zum Einsammeln. Wow. Okay. Ihr habt es nach der heutigen Folge an den Ohren und ich habe wahrscheinlich keine Stimme mehr gleich. So. Und hopp. Braver Ball. Wenn ich das sage, ist er dann meistens böse danach. Deswegen muss ich immer aufpassen. Nein, jetzt sag mir nicht, dass es hier eine Sackgasse... Achso. Oh. Perspektivenwechsel tut manchmal gut. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, wenn ja, ob ich das auf dem Steam-Controller spielen kann und ob mich das wahnsinnig macht, das auf dem Steam-Controller zu spielen. Moment, da ist eine Tür, die ist aber zu, ne? Mach das Tor auf! Ich bin YouTuberin, ich will hier raus! Was ist das denn? Ah! Hilfe! Nein! Geh weg! Ich kann mich nicht bewegen wegen dieser Scheiß... Ist das denn dein Ernst? Außerdem habe ich die Waffe gezückt. Aber ja, jetzt habe ich sie draußen. Toll. Das bringt mir jetzt im Nachhinein viel. Wo kam der denn her? Hallo? Aber mit dem Ball kämpfen, das kannst du ja mal voll vergessen hier. Da! Stirb! Stirb! Ja! Wir haben es geschafft! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich habe meinen ersten Pilzkopf getötet! Oh! Und das ist ernsthaft das Tutorial? Nicht irgendwie schon Level 20 oder so? Oh Gott, wir sind hier immer noch nicht fertig. Nein! Geh zurück! Böser Ball.
Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich würde gerne 2 Punkte. Das sind wahrscheinlich Lebenspunkte, denke ich mal, die dann aufgefüllt werden. Oh, bei dem nächsten Gegner, der kommt, bin ich aber tot. Das weiß ich jetzt schon. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da geht's nicht hoch, so wie es aussieht. Oder? Geht's da? Nee, geht's nicht. Die Frage ist, kommen wir da hoch? Weil das sieht irgendwie so... Das schaffen wir, das schaffen wir. Hier ist nochmal so ein Punkt. Bist du ein Händler? Ich muss dich nicht töten, oder? Du siehst nett aus. Läuft die Zeit ab? Nee, es sieht nicht so aus. Hallo. Wer bist du? Würde ich gern... Ach, jetzt. Wer bist du? Ich heiße Anita und bin ein Zauberlehrling. Ich reise durch die Lande und übe mich in der Kunst des Heilens, um eines Tages eine große Heilerin zu werden. Meine zweite Leidenschaft ist die Mode. Für etwas Essenz kann ich dir helfen, großartig auszusehen. Oh ja, bitte, kriege ich da andere Skins? Das wäre cool. Was gibt es Neues? Es ist merkwürdig. In letzter Zeit wurden viele Magier gesichtet. Ah, was sagt man das jetzt? Was habe ich denn? Gegen Essenz? Ist das jetzt das Linke gewesen, oder? Hm. Kann man das sich nicht vorher angucken? Das wäre ganz gut. 50! Ey, die hat von ein paar gesprochen und jetzt will die 50 haben. Geht's noch? Ja, das waren die Linken, okay. Aber dafür haben wir jetzt eine wunderschöne Optik und sind gleich tot, weil wir keine Essenz mehr haben. Oh, Mist, falsche Taste. Zack. Komm, komm, komm. Naja, zumindest eine haben wir noch. Wir konnten eine Sekunde länger hier hoch. Ja, ja, ja. Oh, komm schon. Wir müssen doch sicher auch da hoch, oder? Ich glaube, ich brauche da mehr Zeit für... da rumzuhangeln als alles andere. Ich habe nur gehofft mit dem hier, dass ich mich dann vielleicht ein bisschen besser sehe, weil wir doch sehr durchsichtig sind, ne? Da ist irgendwas mit dem Hammer. Ach so, verstehe. Okay. Halt, stopp. Bleib doch mal stehen. So, und das andere, kommen wir da auch hin? Ach so! Oh Gott, das läuft doch noch auf Zeit. Wollt ihr mich veräppeln? Komm, 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 komm. So. Oh Gott. Nein! Nein! Nicht hochgehen! Ich drück doch die ganze Zeit! Och komm! Jetzt bin ich gleich tot, nur weil er hier so Faxen macht. So, so. Mach das Ding weg. Der will kein Y drücken, warum nicht? Jetzt ist es weg. Oh, der ist aber nett, oder? Hoffe ich mal. Oh, hallo. Hallo, ich heiße Hans. Ich bin der Torhüter. Löse ein Rätsel und du kannst vorbei. Was kann laufen und hat keine Beine? Ich wäre ja für den großen Hammer, aber ich sag mal die Nase. Was? Leider falsch. Warum? Was hat 3 Augen und sieht nichts? Das ist der Würfel. Dann sagt er wahrscheinlich auch, dass es falsch ist. Leider falsch. Der verarscht mich doch. Was hat 4 Beine und kann nicht gehen? Das wäre jetzt der Tisch. Ich sage jetzt mal der Zorneshammer. Ha! Ernsthaft? Ernsthaft? Nicht euer Ernst, oder? Was muss ich denn da machen? Da tut sich aber irgendwie nichts, wenn ich den treffe.
Ich glaube, die kann man nicht kaputt machen. Die schieben einfach. Einfach ist gut. Die schieben einen darunter, ne? Also, aber noch enger konntet ihr das hier nicht machen. Eieiei. Ich befürchte, in dieser Folge werden wir nicht mehr alles sehen. Weil, wie gesagt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, wenn ich nochmal sterben sollte, ist die Folge erstmal beendet. Und ich möchte gerne anmerken, dass der Entwickler mir gesagt hat, dass das Spiel erstmal leicht anfängt. Vermutlich meinte er die ersten 3 Sekunden oder so. Okay. Okay. Ich freue mich schon darauf, wenn ich in der nächsten Zeit keine Bälle mehr sehe, glaube ich. Oh, oh. Oh, 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 ich spring schon mal selber ans Wasser, dann brauchst du das nicht für mich zu machen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jemals auf dem Controller, auf dem Steam-Controller, auf dem Steam-Deck so spielen kann. Oje, oje, oje. So, Moment. Lauf! Und bleib oben. Nein, ich sehe nichts mehr. Ich wollte mich doch gerade still stehen lassen und dann mal eben kurz die Perspektive ändern. Langsam werde ich wütend auf den Ball. Wenn ich wütend auf den Ball bin, könnte es sein, dass ich mich selber darunter stürze. Natürlich rein absichtlich, ne? Das ist alles Absicht, was ich hier mache. So, so. Nein! Wag es nicht! Blöder Ball. Da hinten war doch schon das Ziel. Kennt ihr diese Kreischvideos von Minecraft? Wo dann immer einer voll am Rumbrüllen ist. Ah, das Skelett hat mich getroffen oder sowas in der Art. So fühle ich mich jetzt auch gerade. Nur mit dem Ball! Willst du mich denn verarschen? Ich sag schon nichts mehr. Aber die gute Nachricht ist, wenn ihr eine richtige Herausforderung sucht, dann ist das Spiel garantiert etwas für euch. Nein! Und wenn ihr es hasst, an schmalen Dingen herumzukaspern und irgendwie nicht gerade ausrollen zu können, dann ist das Spiel nichts für euch. Mann, ich treffe noch nicht mal mehr den Balken. Ist das denn dein Ernst? Das Gute ist, das Ende ist nah. Wir haben nur noch 9 Sekunden jetzt. So, jetzt kommen wir wenigstens nochmal auf den Balken. Ich will mich hier nicht komplett blamieren. Ich meine, das tue ich gerade sowieso schon, aber... Weg, 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 roll, 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 roll. So, 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 so. Und jetzt bitte draufbleiben, 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 draufbleiben. Du könnt mich mal. Draufbleiben, 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 draufbleiben. Ja! Aber wir haben trotzdem nur 10 Sekunden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, komm schon, spring. Ja, ich muss ein bisschen Anlauf nehmen, ne? Sonst geht das nicht. Wupp. Oh, hoho. Und wupp. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ziel unten ist. Sonst drehe ich hier nämlich gleich durch, dass ich hier den falschen Weg gegangen bin. Ah, muss ich hier noch hoch? Da, 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 da. Wupp. Da ist noch was, da ist noch was. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Da unten war irgendwas Weißes, oder? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Oh, hallo, wer bist du? Ich heiße Stein. Wie kann ich dir helfen? Ich habe meinen Zauberer verloren. Ich folge seinen Essenzen, seiner Magiespur, um ihn zu finden. Hast du ihn gesehen? In letzter Zeit sind viele Zauberer an diesen Ort vorbeigekommen. Hatte er einen seltsamen Stein bei sich? Einen Stein hatte er letztens noch nicht, aber er ist ein sehr hübscher Zauberer. Er wäre dir sicher aufgefallen und in Erinnerung geblieben.
Der Stein. Etwas. Muss nachdenken. Etwas muss nachdenken. Okay. Ich habe schon wieder falsche Taste fast gedrückt. Nein. Achso, da gehen wir wieder zurück. Und hepp. So. Guck mir das jetzt nicht an. Moment, was war das hier oben? Das war nur ein Baum, okay. Ich dachte schon. Wir wollen heute hoch hinaus. Eine Tür. Bitte, bitte, keine Gegner, keine Gegner. Oh, die ist offen, sehr schön. Kamikaze! Woo! Oh, die hätte mich fast erwischt. Okay. Ich werde so lange weiterspielen, bis wir tot umfallen. Ich denke, dass... Oh, da hinten ist schon wieder so ein Gegner. Oh nein. 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 Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Nein, geh weg von mir. Kannst mich mal... Oder wir sterben schon so. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier nicht mehr springen konnte. Boah, das ist doch echt... Also die Gegner sind echt fies. Ich meine, das ist ja alleine schon so fies, das Spiel. Aber die Gegner... So, Trick 17. Boah. Den haben wir. Aber wir sind gleich tot, weil wir müssen Essenzen finden. Oh, lauf, 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 beziehungsweise roll. 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 Oh mein Gott. Da sind große. Geh da durch, geh da durch. Schneller. Okay. Ich habe zwei eingesammelt und trotzdem nicht mehr. Hä? Wo muss ich denn hier hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, da ist zwar ein Tor, aber da können wir nicht hoch. Geht's hier weiter? Nicht wirklich, ne? Da sind wir hergekommen. Da hinten, da ist doch noch ein Weg. Oder? Ah, da geht's weiter. Und ganz weit hinten sehe ich auch Essenzen. Oh Gott, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich da überhaupt hin will. Nein, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Ich hasse euch. Kommt nicht, oder? Uhuhu. Uah. Wir haben nur noch 4 Sekunden. Roll, 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 roll. Ich weiß aber nicht, ob wir in den Sturm reinrollen sollen oder nicht. Ich denke, oder? Kamikaze! Ja! Wir sind in einem neuen Level. Eigentlich will ich das, ehrlich gesagt, nicht machen jetzt. Hallo Stein! Hallo, mächtige Kugel. Suchst du noch nach deinem Zauberer? Ja, tue ich. Aber das will ich in der nächsten Folge weitermachen. Ja, ich bin an ihn gebunden. Ohne seine Essenzspur, der ich folge und aufsammle, vergehe ich. Seine Essenzen, die beim Herumwandern verliert, halten mich gerade so am Leben. Ja, gerade so, genau. Wie kamst du hierher? Durch ein Portal. Es dürfte nicht existieren. Eine Verbindung zu den anderen Welten konnte noch kein Magier erschaffen.
Weshalb wollen die Magier in andere Welten reisen? Nach dem großen Bruch konnten die Magier sich nur mehr durch das Nether verständigen. Scheinbar haben sie einen Weg gefunden, um die Welten durch Portale zu verbinden. Und irgendwas scheint zu passieren. Die Welten scheinen zu zerfallen. Die Bewohner werden langsam und unberechenbar, seltsam und unberechenbar. Als ob eine sehr mächtige Magie am Werk wäre. Ob das alles mit dem Stein zu tun hat, den der Magier letztens bei sich trug? Am besten, ich forsche in den alten Schriften. Ich muss los. Ja, er muss los und ich hoffe, dass das jetzt nicht runterzählt, während ich jetzt hier in dem Menü drin stehe. Ich weiß jetzt leider nicht, ob und wann der speichert. Ich hoffe inständig, weil ich habe jetzt kein Speichersymbol gesehen, aber es kann natürlich sein, dass ich das jetzt einfach nur übersehen habe bei der ganzen Panik, die ich hier gerade habe. Ich hoffe inständig, dass der in der Zeit jetzt gespeichert hat, während wir durch das Portal durchgegangen sind. Weil ich nämlich für heute erstmal aufhören muss. Die Folge ist auch wesentlich länger geworden, als ich eigentlich gehofft hatte. Aber gut, es ist nicht schlimm, weil dadurch konntet ihr natürlich einen wesentlich größeren Einblick darin sehen, wie das Spiel so ist. Und durch eure Ohren konntet ihr sicher auch herausfinden, wie sich das Spiel so anfühlt. Ich gebe zu, man verzweifelt sehr schnell und man ist leicht panisch, vor allen Dingen, wenn man dann so ein paar Sekunden kurz vorm Sterben ist. Oder wenn man gar nicht weiß, wie man rüberkommt und dann nach ungefähr, ich weiß nicht, 30 Versuchen oder so herausfindet, man sollte nochmal zurückgehen und dann doch den Hammer mit einem Sprung holen. Ja, ich sag da mal nichts zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich glaube, mein Stick ist hier gerade wieder am Rumspinnen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, dass der hier gespeichert hat, damit wir dann hier beim nächsten Mal weitermachen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.